Hallo und herzlich willkommen zu Simtastisch. Heute geht's weiter mit der History Challenge. Und die gute Alea befindet sich gerade ja in der Badewanne, denn sie versucht ja den ganzen Stress, den sie durch die Wehen hat und auch die Schmerzen, einmal ja runterzubekommen. Wie wir sehen, funktioniert das auch sehr gut. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier einmal die Geburt einläuten, werden wir jetzt hier die gute Alea einmal auf die Toilette schicken. Sondern schauen wir mal, was die gute Gida hat. Die gute Gida, die muss einfach theoretisch einmal ins Bett. Dann schicken wir sie auch einmal ins Bett und Rollo wird dann jetzt hier auch einmal bitte hier seine Bedürfnisse erfüllen. Denn ja, du musst definitiv Alea gleich noch zur Seite stehen. Und da bekommt er auch ja vorelterliche Panik. Das ist auch nicht schlimm. So, brichst du das bitte einmal ab. Was machen wir jetzt hier? Okay, die beiden wollen jetzt hier ein wenig plaudern. Ich bin mal gespannt. Oh, ist das nicht süß? Sie dann einfach wollte, dass er nochmal das Baby fühlt, bevor wir jetzt hier eben die Geburt stattfinden lassen. So, dann werden wir Rollo ja dann jetzt hier noch einmal duschen schicken. Und dann wird Alea jetzt hier bitte einmal ein wenig herumlaufen, einmal spazieren gehen, damit ja sie eben die Wehen vorantreiben kann und dass der Muttermund sich weiter öffnet. So, und jetzt ist Freddy einmal aufgewacht. Oh, sie hat richtig großen Hunger. Haben wir hier noch vielleicht noch ein Stück Torte stehen oder so? Nein, aber nicht so schlimm, denn wir haben hier noch was zu essen. Dann werden wir das nämlich hier einmal reinplatzieren. Und dann kann sie sich nämlich da einmal ein Gericht vornehmen. Dann muss sie nämlich jetzt nicht hier weit nach draußen laufen. Ja, und die anderen Sims können sich eben um ihre Bedürfnisse kümmern. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach nochmal, wenn die gute Alea bereit ist, ihr Baby zu bekommen. So, da mussten wir auch nicht lange warten. Die gute Alea ist bereit, ihr Baby zu bekommen. Und ich bin echt mal gespannt, was für ein Geschlecht das Baby haben wird und wie viele Babys es im Prinzip werden. Ich hoffe wirklich, dass es nur ein Baby ist. Oh, jetzt haben wir hier einen Jungen zur Welt gebracht. Und jetzt muss ich mir einen Namen ausdenken. Ich glaube, ich nenne ihn einfach Jake. Mir ist jetzt leider so kein anderer Name eingefallen. Und wir haben einfach nur ein Baby bekommen. Ist das nicht süß? Wie die beiden sich immer wieder freuen, ja, wenn sie das Wunder der Geburt erleben. Da ist der kleine Mann. Glücklich liegt er in den Armen seiner Eltern. Und sie freuen sich einfach so sehr. Und ich würde sagen, wir gönnen unserer Familie jetzt mal eine Ruhepause und wir sehen uns morgen nochmal. Der nächste Morgen beginnt für die Familie. Und Annelie ist jetzt gerade hier im Schlafzimmer der Eltern. Und ja, eigentlich sollte sie jetzt hier noch etwas aufräumen, aber das funktioniert jetzt nicht mehr, weil die Kids einmal zur Schule müssen. Und wir werden dann jetzt hier einmal ja dafür sorgen, dass sie eben hier ein paar Freundschaften schließen. Dann schauen wir auch mal, wie es Freddys geht. Sie ist traurig über ihr neues Geschwisterchen. Ja, das kann man gut verstehen. Sie hat auch das Merkmal Bücherwurm entwickelt. Also sie liebt es, Bücher zu lesen. Und jetzt möchte Rollo wieder ein Techtelmechtel mit Alea haben. Und dürft ihr sehr, sehr gerne machen. Und jetzt ruft eine von Rollos Liebeleien an und sagt, dass sie sich in Moritz schwarz zerknallt hat. Mach du. Das sei dir gegönnt. Und ich würde sagen, dass Freddys jetzt hier erst einmal in ihr eigenes Zimmer geht und dann einmal ein bisschen hier an ihren Fähigkeiten arbeitet, während die anderen beiden jetzt hier ein wenig Spaß haben. Okay, die haben den Spaß hier. Dann geh du doch bitte einmal hier hin, liebe Freddys. Dann bekommst du das Ganze gar nicht mit. Und Alea könnte jetzt schon wieder schwanger sein. Okay, wir hoffen einfach das Beste, weil die beiden, wollen halt einfach eine große, glückliche Familie gründen und das ist ja auch nicht, ihnen zu verdenken. So, wir schauen dann einfach mal, vielleicht können wir dem Hühnchen ja hier vielleicht noch einen Bock-Bock-Witz erzählen, schauen, ob sie das macht, aber ich glaube ja, dass da nichts dagegen spricht. Und jetzt werden wir von einem neuen Huhn angesprochen. Ich würde einfach mal sagen, wir freuen uns mit dem Huhn einfach mal ein bisschen anreden mit ihm, weil es ist ja auf uns zugekommen. Vielleicht mag es uns auch. Oh, es leidet anscheinend an gebrochenem Herzen. Wir werden die braune Henne dann einmal streicheln und vielleicht können wir es ja auch umarmen.
So. Und jetzt geht es ihm wieder gut. Guckt mal, wie das Hühnchen sich freut. Ist das nicht süß? Vielleicht wollte das Hühnchen auch die gute Freddy's einfach noch ein bisschen trösten. Ja, weil sie eben ein neues Geschwisterchen bekommen hat, also den guten Jake. Vielleicht weiß sie einfach auch, dass die gute Freddy's sehr, sehr traurig darüber ist. Aber sie ist doch süß. Okay, jetzt mag sie anscheinend nicht mehr. Ich hoffe nicht, dass sie, ja, aggressiv wird und dass sie uns irgendwie, es uns heimzahlt, dass wir sie so sehr mit unseren Problemen belästigen. So, dann seid ihr zwar jetzt fertig, dann kann der gute Rollo dann jetzt hier einmal den Müll ein wenig leeren. Dann haben wir das nämlich auch einmal gemacht. Er ist sehr begeistert von dem Techtelmechtel, was die beiden hatten. Okay, so wie es jetzt aussieht, hat das Techtelmechtel noch nicht gefruchtet. Das ist doch schon mal gut. Alea, du kannst ja hier auch einmal ein wenig Bienenwachs sammeln und dann auch den Honig verkaufen. Dann haben wir das nämlich auch einmal gemacht und dann kannst du... Nee, dann könnt ihr ja Rollo theoretisch einmal hier alles wegwerfen. Und die gute Alea kann dann jetzt hier vielleicht einmal den Mega-Verkauf starten, dass wir das dann hier einmal weg haben. Und dann wollten wir eine Drachenfrucht züchten. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, was wir dafür noch brauchen. Okay, wir müssen einen Drachen, also ein Löwenhäulchen, das haben wir ja hier, mit einer Erdbeere veredeln. Die Erdbeeren haben wir hier, aber ja, die sind gerade außerhalb der Saison. Wann haben die Saison? Ich glaube Winter. Ne, Jahreszeit Frühling. Okay, Herbst und Frühling. Das sollte also eigentlich problemlos funktionieren dann. Sowas hat sie hier. Sie möchte eine Bucketlist schreiben. Okay, ich weiß noch nicht, ob wir das jetzt hier dürfen. Aber wir lassen es jetzt hier so erstmal. Oh Gott, jetzt, was haben wir hier? Der Vulkan bricht aus. Habt ihr das gesehen? Da hinten direkt neben unsere Dusche. Stellt euch mal vor, wenn da jetzt jemand geduscht hätte. Wie knapp ist das bitte? Ein paar Zentimeter weiter und unsere Dusche, oder vielmehr, Annelies Dusche wäre definitiv defekt gewesen. Da hatten wir echt riesiges Glück. So, und Alea, du wirst dann jetzt hier erst einmal vielleicht einen Ableger nehmen von dem Apfelbaum. Und dann wirst du vom Apfelbaum einmal alles ernten. Und der gute Rollo kann dann hier so einmal so, als würdest du es essen. Oh Gott, und jetzt werden wir angerufen wegen einer überraschenden Erbschaft. Ich weiß nicht, ob die Sims in der Zeit schon wissen, was eine Erbschaft ist. Also da steht ja was drin von Testament und so. Natürlich könnten wir sagen, dass einer von den Vorfahren von einer von den beiden, ja, ein Testament, also nicht, kein Testament, aber dass sie eben bei ihrem letzten, also dass ihr letzter Wille war, dass sie eben die Steine bekommen, weil sie so keine Familie hat. Ich würde dann jetzt doch drücken, geschenktes Geld, her damit. Denn so haben wir jetzt wieder 6.900 Simoleons und... Nein, bitte hör auf, das zu essen. Okay, das ist gut. So, dann kannst du das nämlich gleich einmal wegwerfen. Aber bevor wir das machen, werden wir jetzt hier einmal schauen, ob wir... Okay, da sind noch Hühner drin. Und du wirst hier einmal den Stall säubern, genauso wie hier. Wir haben auch hier wieder ein Brutei gesammelt. So, dann können wir das nämlich einmal da reinlegen. Ich weiß auch, dass ich gerade noch was sagen wollte, aber es ist mir jetzt wieder entfallen. Ich kann euch nicht mehr sagen, was das war. Die Kids sind aus der Schule gekommen und sie sind eigentlich relativ ja, gut da drin. Und ich würde doch einfach mal behaupten, dass wir dann doch jetzt hier mal schauen, warum Björn angerufen wird. Ach so, der gute Kay möchte vorbeikommen. Das darfst du sehr, sehr gerne tun, Kay. Und dann kann er nämlich hier einmal sich ein bisschen über die Probleme beschweren, dann über die gelangweilte Stimmung reden und vielleicht ein wenig über die Schule streiten. So, der gute Björn hat sich jetzt um seinen Sohn gekümmert und ich würde sagen, so glücklich, wie die gute Alea jetzt hier auf ihre Kinder guckt, lassen wir die Familie Stone auch nochmal zurück. Wir werden schauen, was der nächste Teil alles so bringen mag. Wenn ihr Anregungen oder Ähnliches habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und ein Abo dalasst, denn so können wir gemeinsam wachsen. Wie gesagt, wenn ihr Anregungen oder Ähnliches habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss!